Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Schwimmbad hier vom Lippebad aus Lünen. Diesmal fahren wir zu einer Grundschule auf den Kelm, heißt das. Das ist in, wo ist das? In Brambauer. Ich wollte schon sagen Montabaur, aber das war ja in dem anderen Video. Nein, wir fahren nach Brambauer zu der Schule auf dem Kelm. Schön wäre es natürlich, wenn wir unseren Mehmet OE-Bus gehabt hätten, aber der ist immer anderweitig unterwegs. Ich muss den ja auch nicht immer selber fahren. Ab und zu fahre ich den schon mal selbst. Dann, wenn die Leute das sehen, oh, bist du das nicht da hinten? Und die mich erkennen, dann kriegen die immer eine Autogrammkarte. Wir fahren hier auf jeden Fall links. Wir fahren mit einem ehemaligen Schillingbus MAN 1004. Das sind die ersten, die wir abgeholt hatten damals von Oberhausen. Der fährt sich aber ganz gut. Komme ich gut mit zurecht. Ich bin dran, meinen Urlaub zu planen. Mal schauen. Sehr wahrscheinlich geht es wieder nach Kumkö in der Türkei. Wenn der nicht weiter aufrückt, dann geht die Ampel nicht grün. Der hat, ah doch. Der hat, glaube ich, hier auf unten so Streifen. So, das Deutschland-Ticket ist ja auch schon erhältlich. Wir fahren hier an der Ampel rechts. Ich hoffe, ihr habt das auch schon in Anspruch genommen. Ich werde es erst im Urlaub in Anspruch nehmen, weil ich habe ja 3 Wochen in den Sommerferien, die erste Woche sofort Urlaub. Und wenn ich dann aus der Türkei entweder zurückkomme oder vor dem Urlaub, dann werde ich mir, also für Juli, werde ich mir so eine Monatskarte dann holen. Wenn ich dann unterwegs bin, für euch wieder was aufzunehmen, dann kann ich die vielleicht gebrauchen. Und wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme, da habe ich ja nach einer Woche später eine 7-Tage-Woche nach Thüringen in Thüringer Wald. Funk können wir mal ausmachen, den braucht jetzt kein Mensch, weil wir ja nicht auf Linie sind. Die Strecke müsste euch schon von den anderen Schwimmfahrten her bekannt vorkommen oder von der C1 Linienweg nach Brambauer. Immer schön 30. Solche Fahrten kommen bei euch gut an und für unsere Fahrer ist das auch was Schönes, wenn die mal was nicht wissen, brauchen sie nur gucken, ob ich die gefahren habe, die Linien. Und die ganzen Linien, die ich hier gefahren habe, euch gezeigt habe, die kann ich dann sozusagen auch selbst. Es gibt noch andere Linien in Böhnen, in Unna. Schwerte sowieso, kenne ich nicht eine einzige. Aber ich hoffe, ich werde da auch nicht hinkommen. Linie ist ja sowieso nicht mein Ding, hatte ich euch ja schon mal erzählt. Ich bin eher für Reisen geboren. Aber hier bei Fehlingreisen haben wir ja beides, Linie und Reise. Wo dieses Jahr die Reisen zu kurz kommen, letztes Jahr auch schon wegen Corona. Und für nächstes Jahr mal schauen, entweder tut sich hier bei uns noch etwas und wir machen wieder Reiseverkehr oder ich suche mir eine andere Firma, wo eben halt Reiseverkehr ist,
Ich wechsle eigentlich immer ungern den Betrieb. Hier fühle ich mich ja eigentlich ganz wohl, ist alles okay. Hab meine Freiheiten. Aber der Spaß, die Arbeit muss auch irgendwo Spaß machen. Linie, okay, ist immer das Gleiche. Einmal Kirche, um eine Kirche im Dorf da rumdrehen. Mehr ist da nicht. Aber wenn man auf Reisen ist, dann ist man ein anderes Land, andere Stadt. Ist immer was ganz anderes als hier das Eintönige. Mal schauen. Ich habe ja noch ein paar Jahre zu fahren, bis ich Rentner bin. Und dann werde ich natürlich auch wieder für YouTube unterwegs sein. Diesmal nicht nur andere Städte, sondern andere Länder. Überall mal hinfahren, wo auch eben halt im Ausland Busse, Züge und Bahnhöfe und so was alles gibt. Wenn man Rentner ist, kann man ja jeden Tag woanders sein, jeden Monat woanders sein. Muss man nicht immer wieder zurück zur Arbeit. Geld wird von der Rente kommen. Wir fahren hier wieder raus, die zweite. Und von YouTube kriege ich auch ein paar Euros. Die kann ich dann auch für diese Zwecke verwenden. Das sind alles Haltestellen von der C1. Aber da wir ja eine Schwimmfahrt haben, oh, eine Ente. Habt ihr gesehen, eine Entenfamilie? Beinahe hätten wir noch eine Ente. Ich guck da oben, die ganze Zeit, da unten war noch was. Habe ich gar nicht gesehen. Die wollten noch rüber. Der hat, habt ihr gesehen, der hat sofort umgekehrt wieder. So, auf der Brücke auch wieder 50. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich was ausmacht, wenn jetzt so LKWs und so 50 fahren, anstatt schnell darüber zu fahren, langsam drüber fahren. Bin kein Statiker, keine Ahnung. Manchmal hat man das auch auf den Autobahnen. Überall auf einmal 100 und dann auf den Brücken, auch mit Reisebus, dann eben halt 80, manchmal sogar 60. Hier an der Kreuzung fahren wir rechts. Hier aufpassen, nicht sofort durchziehen, weil hier kein Beschleunigungsspur oder so ist. Tatsächlich gucken, dass frei ist und dann erst rüberziehen. Und jetzt eine Weile geradeaus. Aber der Mehmet OE Reisebus sage ich schon, Feelingbus. Apropos Reise, den könnten wir ja eigentlich auf dem Volvo auch mal draufkleben irgendwo. Mal gucken, muss ich den Chef mal anhauen. War eine gute Investition, also für beide Seiten. Fahrer haben sich schon gemeldet. Zwei haben wir sogar schon eingestellt. Ja, und abonnentenmäßig auf YouTube wächst auch ganz gut. Ja, hat alles wunderbar geklappt. Seite an Seite mit Mehmet OE. Schönes Slogan auch. Und ich habe ganz viele, auch wenn die Schwimmfahrten machen, bist du nicht Mehmet OE? Ja, ich will auch Busfahrer werden.
Das ist doch wirklich toll, dass ich sowas erreicht habe, dass Kinder im Grundschulalter schon sagen, ich will Busfahrer werden. Ja? Und das ist nicht nur eine Schule, ich habe das schon so oft gehört, oder auch welche, die in der Berufsschule sind, die 10. Klasse machen, die jetzt ihre Entscheidung treffen müssen, was sie werden wollen. Ich werde Busfahrer, ich werde Busfahrer. Ja, wunderbar, Leute. Ich hoffe, das ist auch in den anderen Städten überall auch so, dass wir mehr Busfahrer kriegen für die Zukunft. Eines Tages bin ich ja auch Rentner, dann fehlt der Platz ja auch. Dann kann dann einer sagen, von Mehmet Oe habe ich jetzt den Platz geerbt. Ich bin jetzt der Busfahrer. Das ist doch was Schönes, Leute. Hier müsst ihr aufpassen, wenn ihr da das Schild seht, auf dem Kelm. Klar, wenn ihr nach Google fahren würdet, der wird euch hier reinschicken. Weil die Schule ist auch da hinten, direkt gar nicht weit weg von hier. Aber dann steht ihr schulverkehrt. Also die Kinder, die müssen dann über die Straße einsteigen. Damit wir auf der Schulseite sind, müssen wir so fahren, wie ich euch das jetzt zeige. Die Haltestelle von der C1, die heißt auch auf dem Kelm. Diese Strecke bin ich ja auch gefahren, wo wir mit Önder Prüfungsfahrt simuliert haben. Hier fahren wir links. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, ich bin dann von der Seite gekommen und da ist ja das Schild 5,5 Tonnen. Ne? Da muss da, wenn man in der Prüfung ist, eben halt selber entscheiden, wenn der Fahrlehrer nichts sagt oder der Prüfer. Geradeaus dürfen wir nicht, rechts oder links. Wenn man weiter geradeaus fahren würde, durchgefallen. Also das ist wichtig, hier an der Ampel sofort links. So, ab hier als 30er Zonen. Wir fahren an dieser Kirche direkt links. Um die Zeit geht es noch, wenn man ein bisschen später kommt, weil die Schule hier wird zweimal angefahren. Zweimal hintereinander und bei der nächsten Fahrt stehen die dann hier überall kreuz und quer. Da muss man eben halt aufpassen, dass man nirgendwo aneckt. Immer schön Piano fahren. Und rechts vor links haben wir hier auch. So, die Schule befindet sich direkt vor uns. Wir fahren links. Jetzt haben die hier wenigstens mal so diese Zacken gemacht, damit die nicht hier parken. Die haben hier überall geparkt damals, ne? So, das ist die Schule. Und ungefähr, dass das Heck so an dieser Laterne ist, bis dahin vorfahren, damit jemand, wenn er überholen will, hinten die Möglichkeit hat zu überholen. Wie dieser LKW hier, weil die Insel, die wird dann stören. So, das war die Hinfahrt oder beziehungsweise die Rückfahrt von Schwimmbad bis hierhin. Und wir machen natürlich auch gleich noch die Fahrt von hier zum Schwimmbad. So, auf geht's. Wir fahren wieder nach Lünen von der Schule auf dem Kelm.
zum Lippebad. Wir kommen jetzt da raus, wo ich vorhin euch gesagt hatte, auf dem Kelm nicht hier reinfahren. Wir fahren rechts. Schön weit ausholen. Kreisverkehr auch geradeaus. Im Prinzip jetzt das gleiche, wie wir gekommen sind, bis zum Lippebad. Bin noch am Überlegen, welche Linien Schwimmfahrten wir noch nicht gemacht haben, aber es gibt hier in Brambauer sogar noch zwei. Eine davon kenne ich und eine davon, die machen immer quartalsweise. Letztes Jahr habe ich die gar nicht gefahren, aber dieses Jahr sind die, glaube ich, am Fahren. Die ist ganz versteckt da hinten irgendwo in der Siedlung. Wenn ich die irgendwann mal wieder drauf habe oder so, dann denke ich an euch und werde sie dann auch für euch filmen. Mal schauen, ob wir gleich noch die Entenfamilie da noch sehen. Hoffentlich ist keins überfahren worden. Die hatten auch noch so kleine Jungs dabei. Jungs, ich weiß nicht, ob die alles Jungs sind. An der Kreuzung fahren wir links. Die ist auch ganz kurz geschaltet, die Ampel. Mal gucken, ob wir noch mit dem LKW zusammen darüber kommen. Ansonsten warten. Ja, ist noch gelb. Für diejenigen, die zum Beispiel hinten sitzen oder ein bisschen in der Mitte sitzen, beim Solo ist das schon so. Und beim Gelenk ist das noch schlimmer. Man ist aber, sag ich mal, war alles noch okay. Gerade erst gelb gestartet. Ich war ja schon hier, da habe ich das noch gesehen. War gelb. Aber für diejenigen, die da hinten sitzen, sieht es aus, als ob es rot ist. Habe ich auch schon mal in einer alten Firma gehabt. Der ist überall rot gefahren. Ja, toll. Bis wir das erstmal erklärt haben, wie und wo, dass die da hinten lange brauchen, bis er hier vorbei ist, dass die dann auch noch da rot zu sehen ist. Aber alles geregelt wieder. So, wo war die Entenfamilie? Also nichts liegt auf der Straße oder so. Nichts passiert. Wir sind wohl über die Straße gekommen oder sind wieder zurückgedreht. Keine Ahnung. Ne, die sind hier nicht mehr zu sehen. Vielleicht haben die nur einen Spaziergang gemacht hier in den Wald oder so. So. Okay.
Da kommt Fahrschule Europa. Schade, der Dennis ist ja nicht mehr Fahrlehrer hier, aber dafür haben die einen ganz anderen Lehrer. Die haben den Fahrern auch schon direkt gezeigt mit Grüßen, haben beide gegrüßt. Super Kollegen. Und hier vor dem Kreisverkehr, also hier schon rechts, weil mit dem anderen, das ist ja für die, die schon im Kreisverkehr drin sind. Aber trotzdem haben die Vorfahrt. Hier noch mal gucken, auch den Kollegen hier vorbeilassen. Den LKW auch, weil wir diesen Platz hier brauchen, weil wir bis hier rüber müssen, damit hinten das Heck mitkommt. Und nicht auf dem Bürgersteig hängen bleibt. Das hat sich auch geändert, dieses Bild. Habt ihr vielleicht noch in den Erinnerungen, in den ganz alten C1-Linien. Da war ja hier noch so ein Kraftwerk und sowas, alles abgerissen. Sieht immer alles ganz anders aus. Dann kann man sich gar nicht mehr daran erinnern, was war das denn hier, wie ist das denn? Und wenn man da noch so alte Fotos oder Bilder hat, Videos, dann ist immer interessant anzuschauen. Ich bin ja auch so ein großer Sammler. Ich habe noch Videos von 1981. Da kamen die ersten Videorekorder raus auf VHS oder Betamax sogar. Man hat da extra diesen Rekorder über die Schulter gehangen, ne, und so eine riesengroße Kamera mit Kabel verbunden direkt dahin. Nichts mit digital und so. Mit das haben wir dann alles aufgenommen, aufgefilmt. Dann später habe ich mir so ein Mischpult geholt, habe das dann alles bearbeitet, nachvertont und so hat alles. Den Mischpult habe ich sogar noch zu Hause. Ja, 2500 Mark damals hat das schon gekostet. Also ich war damals schon, habe ich immer was mit Videos, mit Aufnehmen, Clips drehen für meinen Vater mit der Singerei. Dann später für die Tochter und so, immer was zu tun gehabt. Und das kommt mir jetzt natürlich zugute, hier bei YouTube, die ganzen Videos und so. Ich habe niemanden, der schneidet, niemanden, dem ich im Auftrag gebe, für mich was zu machen. Oder geschweige denn ein Team oder so, mache ich alles selbst. Und ich mache ja auch kein Geheimnis daraus, als Kamera habe ich eben halt mein Handy, früher den S5, dann S9, dann S10 und jetzt mittlerweile den S22, womit dieses Video auch gerade gefilmt wird. 4K-Qualität, gibt es nichts dran zu rütteln. Andere teure nur Kameras, sage ich mal, machen genauso gut Fotos oder genauso gute Videos wie das auch. Das reicht. Man muss nicht immer gute Equipment haben, gutes Team haben oder so, um auf YouTube erfolgreich zu sein. Wichtig ist, Content muss stimmen, muss interessant sein für Leute, nicht langweilig sein, so dass die Leute immer wieder kommen, immer wieder zugucken, so wie ihr. Ihr wartet ja schon sonntags immer 10.30 Uhr auf dem Hauptkanal, 11 Uhr auf diesem Kanal und 12 Uhr auf dem Short-Kanal kommen immer wieder neue Videos. Kollege, das war der Chef-Chat, habt ihr gesehen? Den hatte ich mal hier bei Fehlingreisen angelernt. Der hat dann 2 Jahre, glaube ich, bei uns gefahren. Und jetzt fährt er bei der VKU. Hafes ist auch leider gegangen von uns. Der ist auch zu VKU rüber. Früher gab es mal so eine Sperre, dass man sich nicht Fahrer von anderen holen kann. Aber mittlerweile ist ja, Konkurrenzkampf oder Fahrermangel eben halt so zu groß, dass man sich diesen Luxus eben halt nicht mehr hat. Man nimmt, was man kann, wer kommt, egal wie, egal wo. Ja,
vielleicht habt ihr das ja gehört, in Münster sind sogar Linien, eine komplette Linien ausgefallen. Die Busse sind zwar da, aber niemand, der die Linien fährt. Viele krank gewesen, ja, und kein Nachwuchs da. Da ist alles gefahren, was ist, auch mit Blaumann, die Werkstatt, weil die können ja auch Busse fahren und so. Nix, hat nichts gebracht. Ganz viele Linien ausgefallen. Und deswegen ist jeder am Kämpfen mit Werbung, um neue Fahrer zu bekommen. Jetzt mittlerweile, ich bin immer noch der Erste, der damit angefangen hat. Früher gab es das nicht auf Facebook, auf YouTube, dass man da Werbung gemacht hat. Ja, wir suchen Busfahrer, wir suchen Busfahrer. Und jetzt mittlerweile, egal welchen Social Media Kanal man hat, man swipe drüber, suchen Busfahrer, suchen Verstärkung in ganz Deutschland, Leute. Wenn die Regierung da mitmachen würde, ein bisschen unterstützen würde den ÖPNV, das wird auch natürlich den Unternehmern zugutekommen, dass man bessere Busse brauchen, noch nicht mal bessere Busse sein. Einem Fahrer, dem geht es nicht darum, ob er jetzt einen Mercedes fährt, ob er ein Dings fährt. Ihm geht es darum, wenn er 8 Stunden da ist, dass er auch die 8 Stunden bezahlt bekommt. Nicht, er ist 8 Stunden da und kriegt nur 6 Stunden bezahlt. 1 Stunde für Pause, aber 2 Stunden einfach geschenkt. Ne? Und bei diesen geteilten Diensten, da ist es tatsächlich so, man ist fast 12, 13 Stunden anwesend. Ne? Man kann ja nichts anderes machen, man ist ja da. Auch wenn die großen Pausen, 3 Stunden, 4 Stunden dazwischen, kriegt man nicht bezahlt. Und ein Arbeitgeber, der kann das nicht aus seiner eigenen Tasche alles dann bezahlen. Wir müssen übrigens rechts und sind auch schon am Lippebad. Aber so ist das. Und die Fahrer eben, ja, kein Geld, Geld zu wenig. Letztens hat einer unter einem Post, wo wir geschrieben haben, suchen Busfahrer, hat er geschrieben, 3000 Euro netto und ich komme sofort. Hätte ich drunter schreiben müssen, Junge, wovon träumst du nachts? Netto auch noch. Das krieg ich noch nicht mal. So, wir sind am Lippebad angekommen. Hier wieder den großen Bogen nehmen und dann zur Haltestelle fahren. Aber da wir jetzt ja leer sind, brauchen wir jetzt nicht extra eine Haltestelle. Wir können hier direkt hier, da wo wir auch gestartet sind, direkt vorm Lippebad halten. Dankeschön, dass ihr dabei wart und auch genießen konntet, diese schöne Fahrt. Es hat mir Spaß gemacht, dass ihr dabei wart. In diesem Sinne, macht's gut. Bis in einem anderen Video. Euer Mehmet Uwe. Ciao, Leute.